Rein. Hallo Coco. Hi Roni. Frau Koch, ich habe voll den schlimmen Traum gehabt. Ich war hier in einer Schule und habe gesehen, wie eine riesige Giftgaswolke auf die Schule gekommen ist. Ich habe sie gesehen und habe nur noch aus dem Haus rausgewählt. Aber als ich draußen war, war die ganze Schule schon in dieser Wolke gefangen. Und ich habe nichts mehr gesehen, ich habe gehustet. Jetzt frage ich Sie, können wir uns überhaupt gegen so eine Gefahr schützen? Das ist eine gute Frage, Dominik. Ja, wie du weißt, haben wir hier unten den Tiefgarage, den Zivilschutzraum. Aber zum Glück in eure Informationen bekommen, die ich einmal beim Zivilschutzamt Session anrufen. Ich gebe dir gleich die Nummer. Danke. Dann zeige ich mir das mal zum Unterricht. Genau. Okay. Tschüss. Tschüss. Hoi, da ist der Dominik Meyer aus Mura. Hoi, könnt ihr mit dem Zivilschutzamt von Escher verbunden werden? Danke. Wir warten jetzt hier auf den Alois Hope, der ist der Leiter der Zivilschutzabteilung in Escher und der wird uns da einiges mehr in Erfahrung bringen, als ich es habe. Hallo Alois. Hi. Ich bin etwas verwirrt. Wie kann eine Parkgarage, so wie wir sie kennen, ein Zivilschutzraum sein? Ja, die Garage ist in Doppelfunktion. Die hat man so realisiert, dass sie sowohl als Parkgarage genutzt werden kann, aber auch als Schutzraum. Der Bereich, den wir hier sehen mit dem Auto, das wären die sogenannten Liegeplätze und Belegungsplätze. Und die technischen Räume, die kann man später vielleicht noch anschauen miteinander. Okay, jetzt sind wir schon bei der nächsten Frage. Warum heißt das Zivilschutzraum und nicht Bunker, so wie es wir in Tausenden von Filmen gesehen haben? Ja, Zivilschutzraum seht ihr, das Zivile heißt auf Latinisch und ist der Schutz der Bevölkerung. Und wenn wir von einem Bunker reden, dann reden wir eigentlich von einer militärischen Anlage, wo auch an einem sich geschossen wird. Von was wären wir denn alles sicher? In dem Schutzraum ist man vor allem eben bei einem kriegerischen Ereignis bei der Artillerie sicher. Sollte es irgendwie ein Strahlenereignis sein, dann kann man uns auch schützen dahinter vor Strahlen. Mit der Abschirmung vom Schutzraum. Erdbeben haben wir schon gesehen, Trümmer ist ja möglich. Wenn jetzt Bomben keiner oder so gibt es auch brennt, verbrannt sind wir sicher. Wie gesagt, der Schutzraum ist eigentlich für ein kriegerisches Ereignis gebaut, dort mal. Und man kann ihn aber eben auch für Erdbeben, bei einem Nachbeben zum Beispiel, nutzen oder gegen einen Sturm. Ja, in die Richtung. Es ist so, wenn jetzt eine drohende Gefahr da ist, die muss aber schon 2-3 Tage davor schon bekannt sein. Dann können wir innerhalb von 74 Stunden die Schutzraumanlage so weit zur Verfügung stellen, dass man sie eben für die Bevölkerung nutzen kann. Das heisst, wir dann rundum den Schutzraum sind hermetisch abregeln, mit den Panzerschieberwänden, mit der Panzertüren. Ja, und dann ist da an sich ein hermetisch abgesperrter Raum. Okay, wie wäre es denn, wenn wir jetzt die verschlossenen Räume öffnen? Ja, ist gut. Dann gehen wir zu uns in den technischen Raum. Es ist einer der wichtigsten Räume. Bekanntlich kann man ja 3 Tage ohne Essen leben. Man kann 3 Minuten ohne Schnauf leben, also ohne Luft. Und demzufolge ist die Luft, die wir da reinpumpen,
saubere Luft, ist das Wichtigste an sich, was wir da hinten brauchen. Wir haben hier zwei Lüftungsblöcke und jede Lüftung bringt da 2400 Kubikmeter Luft in die Anlage. Und sollten wir jetzt eine versüchte Luft haben oder verstrahlte Luft, dann haben wir hier Gasfilter, sieht man den. Da drinnen ist ein Partikelrosser, dass man den Staub frei halten kann. Und drinnen ist eine Aktivkohle. Wenn wir jetzt versüchte Luft über die Soße her reinbringen in die Anlage, dann kommt hier rein, kommt die versüchte Luft, geht dann nachher in Aktivkohle. Die Aktivkohle dort die feuchte Luft binden und demzufolge tun wir nachher an die trockene, saubere Luft in unsere Anlage pumpen. Die Anlage wird ja auch so gesagt, jährlich geprüft, ob die überhaupt noch funktioniert. Ja, die Zivilschutzgruppe tut alle Jahre einmal das Panzerschiebewand zu, dass sie so bewegt wird. Und auch die Lüftung wird die in Betrieb genommen alle Jahre. Das ist an sich die WC-Anlage. Wenn wir so mit 1300 Leuten dahinter sind, rechnen wir pro 30 Personen auch WC. Also müssen wir 40 WC da hinten haben und dann würden wir die Anlage aufstellen, einmal da auf der Seite, einmal auf der anderen Seite. Wow! Situation oder die Sache, die wir da hinten brauchen, ist der Strom. Demzufolge haben wir da hinten einen Notstrom, der für unsere ganze Anlage da, den Strom produziert. Wir haben einen Öltank da hinten. Der Öltank reicht hier für etwa 3 Monate, wenn er voll ist. Könnten wir auch Tag mit dem Ölbetrieb da hinten unsere Anlage betreiben. Also wir haben eine kleine Küche da, wir haben das Licht, das wir brauchen und eben wir brauchen auch Strom für unsere Lüftung. Und das kann man mit dieser Anlage machen. Ist so, da haben wir unsere Schleuse, wo ich ganz am Anfang angesehen habe, wir tun ja den Schutzraum hermetisch abschliessen und kann dann über die Schleuse rein. Und unseren Eingang werden an sich da. Da kommen wir jetzt von draußen. Da ist jetzt halt noch ein bisschen Dreck und Laub da. Das müssten wir dann mal dem Hauswart wieder sagen, dass wir da wieder mal putzen. Aber wir kommen von außen, vom Parkplatz, wo wir da die Auto parkiert haben, kommen wir da rein und gehen da an sich in den Schutzraum rein. Da sehen wir da einen Haufen dieser roten braunen Gestell und da drinnen hat es eben da die Tür und die Profile, mit denen können wir eben die 1300 Liegeplätze aufbauen. Weiter hinten sehen wir noch Duschen und ein paar fixe WC mit Spülung und ja, Wasserspülung, wo man eben auch noch nutzt. Ich finde es schön, dass du uns so viel und so viel auch Interessantes über die Anlage erzählen können. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt viel sicherer hier im Land, auch wenn es jetzt nicht gerade ein Kriegsgebiet in der ganzen Welt wäre. Super, freut mich auch. Und noch eine größere Freude hätte ich, wenn der eine oder der andere zu dieser Zivilschutzgruppe kommt und ihm in deren Arbeit sich annimmt. Wäre gut und ja, das würde mich auch freuen. Kann man sich in jeder Gemeinde anmelden? Grundsätzlich schon. Wir haben, in 7 Gemeinden haben wir Schutzorganisationen, wo man natürlich dazu kann. Und die wären in welcher Gemeinde? Das ist Schellenberg, Campri, Eschen, Mura, Schawald. Und dann haben wir Dresenberg, Balzers. Ja, das sind unsere Gemeinden, wo wir im Moment Zivilschutzorganisationen haben. Danke für die Information. Und danke, dass du extra gekommen bist.
um uns alles zu erzählen. Gern bin ich gekommen. Dann schließen wir wieder die Tore, so gesagt. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke.